Hallo, ihr Autobahnpupser, Landstraßenfutzer und? Bußwegrandalierer. Habt ihr gehört? Hey, Koffer. Bis unten. Oh ja, die ist oh schön. Ja, die war lecker. Alter, Mann, was hupst du hier an, Alter? Hast du einen Schaden oder was? Alarm! Alarm! Kann doch nicht so schwer sein. Jetzt sind wir auf. Sehr schön. Echt mal. Sehr schön, sehr schön. Ich habe leider mein Handy nicht bei, fuck. Und dann machen wir hier Nacktbahn kurz, war es warm. Die stehen ja viel zu weit auseinander, oder? Ja, ein bisschen, ne? Alter, bei 50 Grad im Schatten hier, ey, so eine Rangierarbeiten. Stell dir nicht so an. Ah, Trottel. Nein, Handschuhe. Runtergefallen. Danke, mein Schatz. Schatz, nicht so nah. Zu nah? Nee, alles gut. Nee, Madame sagt zu nah. Nee. So? So ist gut. Die Say kann's wieder. Ja. So? Ich kann's wieder. Na, dein Motorrad geht immer zur anderen Richtung. Jetzt bauen wir den Ständer um. Ja, das wäre geil. Ich kann mich rückwärts, hinstellen. Aber du stehst anders, du stehst weiter schräg. Hast du ein Problem? Sieht doch scheiße aus. Ja, was ist denn für eine Bildkomposition hier? Ja, was bin ich, der Bühnenbildner oder du? Ich sitze auf dem Bock. Schreib mir nicht an, ich bin sensibel, weine ich wieder. Ach, jetzt hör auf, ey. Ja, so. Jetzt noch den Ständer auf der anderen Seite. Ja, ja, das, Aber hast du vorhin das gehört, was ich... Nee, er nimmt gar... Kann ich nicht sagen. Hast du sie gesehen? Boah. Dafür würde ich schon herziehen. Den Rock meinst du? So, irgendwie noch ein Selfie machen alle. Mit den Bikes irgendwie im Hintergrund. Ja, so. Sepp, mach hinne. Sepp! Ja, was denn? Warte. Ach ja, stimmt. Ich will nicht so peinlich aussehen. Außer Patrick hat gegen diesen Helm auf. Der ist auf. Der, ja, der ist weg. Na, dann mach. Los. Ja. Mann. Da sind wir wieder beim Thema Bildkomposition. Ja. Sehr schön. So, jetzt können wir das ganz normal probieren. Genau, wir stehen jetzt hier. Ihr müsst was, damit die Motorräder ein bisschen zu sehen sind. Oh, Entschuldigung. Ja, so. Ja. Geil. Jawoll. Jetzt mit Motorräder da hoch oder was? Ja, sehr schön. Instagram-Account hochgepflegt. Was sagst du? Das war alles, das hat die F60 alle. Alles dick gebackert. Genau. 6,5 Stunden später. Sepp blinkt wieder. Immer. Sehr vorbildlich. Wegen die Sicherheit. Guck mal, hier ist kein Arsch hier vorne, ey. Ride safe, stay alive, sag immer wieder. Ah ja, schön. Ja gut. Nee. Ja gut, so viel dafür, ne? Nee. Also Sandbox fahr ich nicht weiter, Alter. Das ist mir zu heiß. Nee, da komm ich nicht. Vergiss es, Alter. Never. Vergiss es. Was ist ein schöner Strand. Ja, wa? Hier ist cool. Hier ist schon schick. Ist aber auch geil, wie er mit seinem Quad da sitzt und sagt, ja, los. Ja, genau, geil, wa? Nee. Oh, guck mal, wie groß er sich macht. Ja, das ist immer ganz nett, das lüftet so ein bisschen im Höschen. Ja, später, Schatzi, wenn du auf dem Motorrad selber fährst, dann wirst du merken, Kurvenfahren macht richtig Laune. Ja, aber nicht als Sozius. Ja, sag ja, wenn du selber fährst. Das stimmt. Ich hab jedes Mal Schiss, dass wir umkippen. Nee, das passiert nicht. Das geht ja eigentlich gar nicht. Also wegrutschen ja, aber umkippen nicht. Genau. Ja, nicht wegrutschen. Ja, aber wegrutschen geht eigentlich auch nur, wenn irgendein Scheiß liegt, oder? Oder du zu viel Gas gibst, ja. Und dein Reifen runter ist. Richtig. Aber ich glaube, hier kannst du dir auch schön irgendwie so eine Crossmaschine zulegen und einfach durch die Wälder jagen. Ja, genau, das ist ja noch so eine Idee von uns. Das ist wie auf dem Mond hier. Ja, bevor ihr fragt, ich war schon dreimal auf dem Mond, deswegen wisst ihr, wie das da aussieht. Nein, doch, oh. Grüezi. Weißt du, welches Lied wir jetzt singen müssen, Sepp? Ja. You are looking for freedom. Ja, genau. Das ist ein bisschen geschichtsträchtig. Ich glaube, ja. Hier in der Gegend kommt das nicht so. Meinst du? Das ist ja wie so ein Flashback. Oh, wir haben Zuwachs gekriegt.
Ja. Aber ich finde es so viel gemütlicher, so 100 reicht vollkommen. So siehst du wenigstens noch ein bisschen was von der Landschaft. Ja, definitiv. Ja. Und das Schöne ist, wenn du mal den Kopf nach rechts oder nach links drehst, in 100 km/h hast du nicht ganz so schnell eine Kurve vor dir wie mit 160. Ja. Man muss halt immer wieder sagen, die meisten Unfälle passieren wie eine Überschätzung, ne? Ja, so wie das jetzt hier. Ja, macht voll Sinn. Er ist kaum schneller, aber überholt. Und wem das zeigt, wie das geht? Wolltest du sie zeigen oder was, wie man es macht? Nee. Jede Frau, die sie probiert, wird begeistert sein. Ja. Ja, da kommt halt auch nicht mehr viel bei ihm. Ich lasse ihn ja gleich wieder vorbei. Ja, ich wollte gerade fragen, was hier so stinkt, aber ja, jetzt weiß ich. Wenn dein Motorrad so qualmt wie die Simme vor uns. Ja, dann ist glaube ich auch vorbei. Frag mal, ob die rennen wollen. Oh, echt jetzt? Jetzt hält der Kopfsteinpflaster mit uns. Ja, das geht ja noch. Ja. Darf man nicht zu schnell beschleunigen, ja. Scheiß. Gar nicht zu schnell. Da kommt eine Kurve. Mann. Oh. Da ist irgendwas auf dem. Ja, wir haben jetzt gerade aufgesetzt ein bisschen. Gar nicht zu schnell. Da kommt eine Kurve. Das hab ich gehört. Alter. Schatz, ich fahr einfach nicht so schnell. Du bist also einfach zu schwer, mein Schatz. Nee. Komm mal neben mir, guck mal, ob du was siehst wegen Aufsetzen gerade. Nee, wenn, dann musst du hinten irgendwo gewesen sein hier. Okay, ja. Alles gut. Ja? Okay. Das war, das ist bestimmt dein Dingständer gewesen. Dein Zweibein. Stimmt, das kann sein, ja. Ja, das ist der tiefste ja, Punkt. Oder dieses hier. Dieses, nee, das. Hier... Nee, das war 100 Pro der Ständer. Ja. Kenn das. Das ist der tiefste Punkt. Ja, ja, ich kenne das Problem mit dem Ständer. Habe ich auch immer. Tja, ist halt so, ne? Ja. Wenn der hängt, kannst du nichts mehr machen. Ja, ja. Das kommt mit dem Alter. Zu jung. Ja, wer, wollte Niki. Ich auch gerade sagen. Wer war für Niki? Niki. Die, dann war sie wieder zu alt. Vielleicht sollten wir mal so eine Niki-Compilation machen oder so. Ja. Aber das darfst du dann nicht online stellen. Nee, nee. Guck mal, da hast du sehen, 300? Ja. Ja, geil. Augen links. Oh, so schön. Ist das schön oder ist das schön? Ist schon schön, schön. Schön. Seid mal klar da hinten oder brennst du schon? Nee, alles gut. Ich rätsel halt gerade rum. Was, du flehst gerade rum? Ich rätsel gerade rum. Was rätselst du denn? Wie ich dann nachher noch fahre. Ob ich nachher noch fahre oder ob ich morgen früh fahre. Und wenn ich heute Abend noch fahre, wie sind, ist das mit den Tankstellen? Sowas halt. So ihr Lieben, wir nutzen jetzt die Chance, um zu verabschieden. Wir hoffen sehnsüchtig, dass euch das Video gefallen hat. Sepp, möchtest du noch abschließende Worte sagen? Ja, ich möchte meine Batterie grüßen. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Viel gerne. Spaß. Gerne, immer gerne. Wieder. Und immer dran denken. Fahrt vorsichtig. Gerne. Ride safe, stay alive. Genau, richtig. Schatz, möchtest absolut. Du noch was sagen? Ciao. Ciao, super, perfekt. So, denkt dran, ihr Lieben, Kanal randalieren und ciao, wir sehen uns beim nächsten Video und danke Silber fürs Mitmachen. Reingehauen. Ja, bitte gerne. So, ihr Lieben, auch wenn das Video eigentlich schon zu Ende war und das alles gut aussah, wie ihr seht, das ist jetzt der nächste Tag und Silber, seine Maschine steht hier und ich glaube, ihr wisst alle, was das heißt. Ja. Ich habe noch nie eine Gelbatterie kochen hören. Das klingt sehr amüsant. Kann aber durchaus echt gefährlich werden. Also auch die hat es aufgequollen. So, jetzt ist natürlich das Ende vom Lied. Ich schalte mich. So, jetzt ist das Ende vom Lied, dass die Maschine jetzt hier steht.
Sepp gestern mit Zug nach Lüneburg zurück ist, da noch Verspätungen hatte und im Endeffekt hat ihm die Bahn ein Taxi bezahlt. Also volles Programm. So. Hallo. Ich warte jetzt auf Paddy, dann fahren wir die Maschine aufs Hänger und dann ab damit zur Werkstatt und alles scheiße. Das tut mir echt leid, Sepp, dass das so gelaufen ist. Das ist echt irgendwie kacke, aber gut. Steckst du nicht drin, aber ich hoffe bloß, meine Große hier, Hildegard, schaut sich jetzt nicht bei der hier ab. So, jetzt schiebe ich die hier erstmal raus und dann ab damit zur Werkstatt.